Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute geht es um das YLOD-Syndrom der PS3, das Yellow Light of Dead. Und erstmal zeige ich euch das Syndrom. Wenn man die PlayZ anmacht, dann blinkt die kurz gelb und dann geht die aus. Jetzt blinkt die weiterhin rot, aber man kriegt kein Bild und die geht nicht wirklich an. Kann ich nochmal drauf drücken, dann geht die aus. Und wenn ich es nochmal probiere, genau das gleiche. Sie will einfach nicht mehr angehen. Das Problem hatte ich schon mal und ich möchte euch jetzt zeigen, wie ich das gelöst habe. Also zuerst nehmen wir die PlayStation auseinander. Übrigens, ich habe hier die PSP-Fahrt, also die dicke Version, hier vorne mit der Klappe und mit den vier USB-Anschlüssen. Und wie ihr die auseinandernehmen könnt, wurde schon sehr schön in einem anderen Video auf YouTube gezeigt. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn ich meine PlayStation dann auseinandergenommen habe, sehen wir uns dann wieder. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Also ich habe jetzt die PlayStation auseinandergenommen. Das ist jetzt das Mainboard, der Hauptteil. Wenn ihr die Anleitung befolgt habt, ist es eigentlich ziemlich simpel. Ich habe mir hier noch ein paar Eierbecher beschriftet zur Seite gelegt, damit ich nachher weiß, wo welche Schraube ist. Also hier die ganzen einzelnen Teile von der PlayStation, Laufwerk und das Plastikteil. Gut, jetzt muss noch, wie im anderen Video gesagt, die alte Wärmeleitpaste entfernt werden. Daher wäre es gut, wenn ihr vorher schon welche gekauft habt, weil die Wärmeleitpaste ist sehr wichtig. Also ich habe mir hier welche aus dem Computerladen in der Stadt geholt und die kostete 2,99 und die reicht locker für beide Prozessoren. Also hier habe ich jetzt noch ein bisschen Watte und ein bisschen Alkohol, so. Das ist ganz gut, um die alte Wärmeleitpaste zu entfernen. Und dann werde ich jetzt erstmal die alte Wärmeleitpaste entfernen. Bis gleich. So, jetzt habe ich die Prozessorkerne und den Kühler, Lüfter hier komplett restlos von der Wärmeleitpaste entfernt. Das ist ziemlich wichtig. Also, ich weiß nicht, ob man das hier erkennen kann. Das rückstandlos entfernt. Also da ist gar nichts mehr dran. Also das ist ziemlich wichtig. Als nächstes haben wir hier die Hauptplatine. Die kommt jetzt in den Ofen. Das Rezept lautet Umluft 130 Grad 10 Minuten. Aber das sage ich gleich nochmal. Bis gleich. So, hier ist wieder meine PS3. Das ist der Ofen. Also ich habe die PS3 jetzt mit den Prozessoren nach oben und diesen Pin an der Seite vom Netzteil, das werdet ihr sehen, wenn ihr die auseinandernehmt, nach unten. Und auf der anderen Seite habe ich mir hier so einen kleinen Alufolienball gemacht, damit die nicht so schief steht. Ich weiß nicht, ob das wirklich notwendig ist. Beim letzten Mal hat das auch ohne diesen Ball geklappt. Ich probiere es jetzt mal nochmal so. Ich habe mich jetzt für die Backofen-Methode entschieden und nicht wie im anderen Video gezeigt mit dem Föhn oder Industrieföhn, weil sowas hat halt nicht jeder zu Hause rumliegen. Also nochmal, das ist kein Scherz. Ich tue meine PS3 jetzt wirklich in den Ofen. So. Dann stelle ich hier noch eben ein Umluft bei 100, ja, guten 120, 25, 30 Grad. Gut, kann man hier nicht erkennen. Und dann brauche ich das 10 Minuten. So, jetzt bleibt die PlayStation 10 Minuten lang im Ofen.
In der Zeit werden halt die ganzen Kontakte warm und falls da Unterbrechungen im Schaltkreis sind, werden die halt wieder gelötet, gehitzt. Durch die Hitze gehen die halt wieder zusammen. Dann würde ich halt sagen, wir sehen uns nochmal in 10 Minuten. Bis gleich. So, die 10 Minuten sind schon fast vorbei. Mal gucken, wie es unserer PlayStation geht. Was ich vergessen habe zu sagen, also ich habe den Ofen nicht vorgeheizt. Und ob der jetzt wirklich 130 Grad entstanden sind und wie lange die gehalten haben, das kann ich leider auch nicht sagen. So, dann machen wir den mal aus. Und mal gucken, wie es unserer PlayStation geht. Ein bisschen warm, also ziemlich heiß ist es hier. Ja, ein bisschen heiß ist es. Ja, wie mache ich denn das jetzt am besten? Ich tue die Kamera ganz kurz zur Seite und hole die PlayStation raus. So. Also, so sieht die jetzt aus. Also, äußerlich ist nicht wirklich was zu erkennen. Das Einzige, sie ist ziemlich heiß. Ich lasse sie jetzt erstmal abkühlen, 10 Minuten, und dann mache ich mich wieder ans Zusammenbauen. Also bis in 10 Minuten. So, da bin ich wieder. Die PS3 ist jetzt doch ein bisschen länger abgekühlt, als ich vorher geplant habe. Also das waren jetzt 20 Minuten. Innerhalb dieser Zeit hatte man immer wieder so ein unangenehmes Knacken der PS3 gehört. Also, das ist echt nicht schön anzuhören, weil bei jedem Knacken denkt man, oh, hoffentlich ist die jetzt nicht kaputt gegangen. Was ich jetzt machen muss, ist, ich habe ja hier die Wärmeleitpaste. Die werde ich jetzt auf die zwei Kerne auftragen und ein bisschen verteilen. Also, der Verkäufer hat mir gesagt, ich mache hier einfach so einen kleinen Punkt hin. Dann verteile ich den einfach, also den Punkt in die Mitte, und dann wird er einfach ein bisschen verteilt. Also man kann dazu so eine alte abgelaufene Kreditkarte benutzen, oder bei meiner Paste, als ich die gekauft habe, war so ein kleiner Löffel dabei. So, ich verteile das jetzt mal hier ein bisschen. So, ich habe das jetzt hier so verteilt. Als nächstes wird die PlayStation einfach wieder zusammengebaut. Guckt euch einfach wieder das Video an. Am besten von hinten nach vorne immer so ein Stück. Und wenn die PlayStation zusammengebaut ist, werde ich mal sehen, ob es funktioniert hat. Der Moment der Wahrheit ist gekommen. Jetzt habe ich die PlayStation zusammengebaut und ich habe echt keine Ahnung, ob die angeht. Und das rote Licht leuchtet. Das heißt, so viel können wir jetzt gar nicht kaputt gemacht haben. Dim, 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 dim. Und. Und. Wir haben ein Bild. Ja, erfolgreich repariert. Hier werden wir jetzt aufgefordert, das Datum und die Uhrzeit einzustellen. Das ist, weil wir die Batterie rausgenommen haben beim Auseinanderbauen. Und ich bin so happy, dass das geklappt hat. Das war es auch schon von mir. Wenn es halt innerhalb der nächsten paar Minuten ausgeht oder so, mache ich ein Video dazu. Ansonsten habe ich jetzt erfolgreich eine PlayStation 3 repariert. Und es funktioniert. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.